20 Jahre ist. Probezeit gerade rum. Der nächste bitte, hallo. Servus. Servus. Jo, also die Sache. Warte mal erstmal. Ich bin ein großer Fan von deinen ganzen Live-Dingen. Ich bin tatsächlich, also ehrlich gesagt, komplett neu bei dir. Ach. Hab aber jetzt schon ein paar Mal zugeschaut, bin immer wieder dabei und ich find's echt cool, was du machst. Find's echt krass, was du leistest und ich muss auch ehrlich sagen, ich find, du bist so einer der echtesten, weißt du, was ich meine? Du bist so einer Ach, der... Ich bin so, wie ich bin, ich kann's nicht ändern, das ist immer so. Ja, also ich bin beispielsweise so eine Person, ich saug zum Beispiel gerne mal an so einem richtig dicken Dödel. Ist halt so, klar. Bin ich halt so und dann kann ich auch nichts dagegen machen. Ist halt so. Okay. Mach ich dann halt. Hast du mal bei Kirsch angefragt? Der hat bestimmt einen dicken Dödel im Angebot. Ja. Klar, also das mache ich gerne, ne? Also ich hab. Ja, also ich nehme ja auch was in den Arsch, ne? Klar. Also ich bin ja auch so ein richtiger. Ich bin schon so ein kleiner Hengst, ne? Sag ich ehrlich. Okay, so. Willst du mich jetzt trollen oder ist das jetzt hier ernst? Scheiße. Hm? Nee, das ist kein Troll, das ist kein Troll. Okay. Wollen wir mal weiter, gucken, wo die Reise hinführt. Also das ist auf jeden Fall, ich meine es wirklich ernst. Ich bin 22 Jahre alt jetzt, das ist halt, ich lebe halt alleine. Hab halt zwei Katzen, bin ich ehrlich. Okay. Mowgli, das ist mein... Warum bist du alleine? Ist er das potenteste Alter? 22 schwul, ab in Dark Room, mal gucken, was passiert, was ist los? Ja, das ist genau mein Problem. Ich bin nämlich lichtempfindlich. Ich bin ein richtiges Viech. Ne? Ich bin so sechs Schränke, die voll sind mit Klamotten, so ungefähr wie ich. Also es ist vorbei. Also wie ist denn das passiert? Morgens wach geworden, dick gewesen oder wird? Jetzt sag mal ehrlich. Und genauso wie es drauf kam, geht's auch wieder runter. Ja, geht, aber da muss man halt viel machen. Also, ich hätte eine Lösung für dich. Ohne Scheiß. Ab nach Japan, Sumo-Ringer. Mahlzeit. Ey, jetzt kommt halt raus, weißt du. Das sind halt Abgase, die kommen dann raus, weißt du. Das ist halt nicht so. Egal, lass raus, halt. Auch immer raus muss, ist egal. Also, ja gut, keine Ahnung, also ich will dir jetzt eigentlich auch gar nicht so viel Zeit nehmen, also du bist spitze und ich liebe dich. Ich grüße meinen Freund Robin, ich grüße Toni, ich grüße alle meine Jungs, Finn, Kasper, alle. Wir schauen immer alle gerne da. Ehrlich? Finde ich gut, ich grüße auch. Genau, Dingens, ich hab dich echt lieb, Mann, du bist der Beste und wenn du eines Tages nackt bist, dann bin ich dabei. Fertig. Ja, alles klar, danke dir für den Anruf. Erstmal nett, danke. Ja, ist doch nett, ist doch normal. Schickes Video drehen oder so. Ach, Mahlzeit. Mahlzeit, was geht? Ja, was soll gehen? Du bist jetzt Robin, du bist bestimmt der andere von dem Kumpel gerade, wa? Tatsächlich nicht, ich bin der Toni. Ich hab's gehört. Ich hab gerade den Stream gesehen und dachte mir, das kann in keiner Welt kann das real sein. Wieso? Aber tatsächlich ist es passiert. Doch, na klar ist das hier so. Leider will. Ich mach das aber schon, ich bin schon seit 2016, 17 mit der Nummer hier unterwegs. Das ist eine Leistung. Hier auch der perfekte Übergang dazu. Ich wollte dich einfach mal fragen, so, wie bist du denn dazu gekommen? Zum Stream? Ja, genau, so jeden Tag. Ich wollte mal aufhören zu rauchen und dann habe ich mir so ein Video angeguckt, da ging es um E-Zigaretten und dann... Irgendwann war mal so ein Stream, dann haben die eine Stunde da über E-Zigaretten gelabert, arschlangweilig, und dann sagte er, ja, dann bis in 4 Wochen. Und ich denke, was? Warum nicht morgen? Und dann nach 4 Wochen bin ich da rein. Ich sage, ja, tolle Sendung. Ich sage, warum machst du das nicht zweimal die Woche oder dreimal? Und sagt er zu mir, ja, wenn du so viel Zeit hast und das kannst, kannst du das ja machen. Ja, habe ich gleich am nächsten Tag angefangen. Ja, gut. Und seit... Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach, das hat viel Spaß gebracht, viel Ärger gebracht. Ich meine, ich habe ja zwischendrin auch einen kurzen Pitstop in der JVA gemacht von 4 Jahren, 4 Monaten. Das war so eine Sammlung von allem möglichen Scheiß, ne? Kinderkram, auch nicht Kinderkram, nicht so einfache Delikte. Ja, aber mein Gott, das passiert schon mal, ne?
Rein bin ich mit 23 Monaten, hast gedacht, ich bin auf Halbstrafe nach 12 Monaten wieder zu Hause, ja, und dann gab es noch ein bisschen Nachschlag, hier eine Beleidigung, da ein bisschen Scheiße, also pfff. Und guckst du auf einmal doof. Ja, verstehe ich natürlich, aber Hauptsache du bist hier und streamst für uns, das ist das Wichtigste. Ich mach's auch tatsächlich nicht für Geld, also ich sag immer, Geld ist ein Abfallprodukt von Erfolg, also einfach ehrlich und entweder finden die Leute gut oder finden Scheiße, eins von beiden. Aber ich versuche hier nicht irgendwas zu sein, weil ich nicht bin. Das habe ich mir abgewöhnt, seit ich 40 bin. Ich habe keinen Bock mehr darauf, Leute zu belügen. Und vor allen Dingen nicht mich. Ja, also ich glaube, genau deswegen, weil du dein Ding machst, ich glaube, deswegen lieben dich die Leute. Das ist gut. Schick Geld, ich bin käuflich. Ich werde aber noch zurück. Na gut, sagst du jetzt dem Robby, dass er auch noch im Schlaf rufen wird. Genial, ja, ist eine gute Idee. Ja gut, ich gebe aber weiter. Danke für den Anruf. Ich danke auch. Ciao, ciao. Ja, witzig.